Hallo liebe YouTube-Gemeinde, nach dem Güterbahnhof möchte ich auch eine Gegenüberstellung vom Personenbahnhof vor und nach dem Umbau zeigen. Bahnknoten Köthen wurde ab Anfang Mai 2019 bis Ende März 2020 umfassend umgebaut und modernisiert. Anfang Mai war nur die Strecke von Köthen nach Balberge von der Sperrung betroffen. Ab Mitte Juni gab es eine Vollsperrung der Strecke Halle-Magdeburg. Köthen war nur noch über eine halbstündliche Regionalbahnverbindung von Dessau aus erreichbar. Alle anderen Verbindungen wurden über Schienenersatzverkehr mit Bussen bedient. Die Bahnsteige und Bahnsteigdächer sollen erst später eine Frischkur erhalten. Hoffentlich bleiben die alten Bahnsteigsitzmöbel aus dem Jahr 1912 erhalten.
Thank you.
über Schönebeck. Abfahrt 12:42 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt.